Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Flex Calisthenics. Mein Name ist Felix und in dem heutigen Video möchte ich mit dir über ein Phänomen sprechen. Ja? Dieses Phänomen sind Personen, die alles trainieren und gleichzeitig nichts trainieren. Vielleicht kennst du das, du hast total den Fokus verloren. Du trainierst Calisthenics, Freeletics, CrossFit, du gehst joggen, du gehst in Kraft-3-Kampf, du machst alles, aber irgendwie machst du auch nichts, ja. Du siehst hier jemand, der macht das, findest du cool, dann machst du diesen Sport. Dann siehst du da auf YouTube oder auf Instagram irgendwas Cooles, dann gehst du dahingehend, machst diesen Sport und kommst immer von A nach B. Und verlierst total den Fokus und vor allem erreichst deine Ziele auch nicht. Weil sobald du natürlich mal eine gewisse Zeit in irgendetwas investiert hast, verlierst du den Fokus und springst wieder zu einer anderen Sportart über oder vermischst das Ganze und trainierst dadurch alles und gleichzeitig nichts. Ja? Und wir sind der Meinung, dass man sich definitiv Ziele setzen sollte und diese auch erreichen. Und das haben wir festgestellt, dass es genau bei solchen Leuten, die alles und nichts trainieren, einfach ja, daran fehlt, dass sie wirkliche Ziele haben. Oder sie haben vielleicht Ziele, aber sie haben ihr Ziel noch nie erreicht. Sie haben sich noch nie etwas vorgenommen, was sie später auch wirklich mal erreicht haben. Und das wiederum löst natürlich eine gewisse Frustration in der Person aus. Kann ich auch total verstehen. Du investierst Zeit, machst etwas, trainierst, ackerst, keine Ahnung, machst alles Mögliche, kommst aber nicht wirklich voran. Und dann ist es für mich auch total verständlich, dass du dann sagst, ja gut, dann es bringt doch eh nichts, machen wir was anderes. Oder du bist super verunsichert und aus dieser Verunsicherung heraus startest du etwas anderes zu machen. Ja? Bedeutet, du ja, trainierst, bist unsicher, ob dein Trainingsplan passt, ob die Übungen korrekt ausgeführt werden und ob das, was du machst, überhaupt einen Sinn hat. Und dann siehst du wieder etwas anderes, dann machst du das, dann holst du dir das Programm, dann holst du dir die App, machst das und verlierst dahingehend einfach auch komplett den Fokus und arbeitest an allem, aber irgendwie auch an nichts und trittst auf der Stelle und kommst nicht wirklich voran. Und das haben wir festgestellt, ändert sich, wenn man ein Ziel hat, dass man komplett, ja, wie soll ich sagen, in den Fokus nimmt und man wirklich auch erreichen möchte mit den richtigen Mitteln. Und was sind das für richtige Mittel? Ja? Du erlernst vernünftige Körperspannung. Ja? Du lernst deinen Körper zu kontrollieren. Du lernst deine ersten Klimmzüge, deinen ersten Muscle-Up, deinen ersten Handstand. Und dann verspreche ich dir, wenn du deinen ersten schönen Skill erlernt hast, und wirklich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf hingearbeitet hast und auf einmal funktioniert es, du wirst alles andere vergessen, weil dieses Gefühl ist einfach nur genial. Und die eigentliche Ursache hinter diesem ich trainiere alles und nichts, ja, ist, dass du kein Trainingssystem hast, was perfekt auf dich angepasst ist. Das Problem dahingehend ist, du trainierst irgendetwas, weißt ja gar nicht, ob es jetzt für dich funktioniert, gut, schlecht, etc. Und wir haben festgestellt, dass wenn man einen Trainingsplan hat, der perfekt auf dich angepasst ist, der dich Woche für Woche besser macht, weil er eventuell sogar wöchentlich auf dein Level angepasst ist, dich wie auf Schienen zu deinem ersten Skill hinbringt, ohne mal wieder abzuzweigen, sondern komplett geradlinig, du wirklich zu deinem Ziel auch mal kommst. Und das ist nahezu ein Erfolgsgarant. Ja? Individuelle Trainingsplanung, Trainingsplan, der all deine Schwächen, deine Stärken berücksichtigt, auf dich angepasst ist und vor allem dich an dein Ziel bringt, zielorientiert ist. Da ist keine Übung drin, die keinen Sinn macht. Vielleicht, wenn mal eine Spaß macht, ja okay, aber sonst sind alles Übungen, die dich gezielt wirklich stärker machen und zu deinem Ziel bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dazu noch ein Commitment.
Commitment einer zweiten Person gegenüber zu sagen, alles klar, ich habe jetzt den perfekten Trainingsplan, ich weiß, was ich machen muss und habe jetzt aber vielleicht nur Motivationsprobleme. Ja? Das verschwindet, wenn da eine zweite Person sitzt, die sagt, warum warst du nicht im Training, mein Freund, meine Freundin? Warum gehst du nicht trainieren oder war irgendwas? So, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, den Fokus zu verlieren. Und dann verspreche ich dir, dann wirst du deine Ziele auch erreichen. Das kann ich dir versprechen, weil wir das schon 100 Mal gemacht haben. Ja? Wir haben schon so vielen Leuten beigebracht, Klimmzüge zu erlernen, 10 Klimmzüge zu schaffen, ein Muscle-Up zu schaffen, einen Handstand zu schaffen, ein Back-Lever, ein Front-Lever, ist gar kein Problem. Und weil wir einfach ein Trainingssystem haben, das funktioniert, systematisiert, dich wirklich ans Ziel bringt. Ja, das ist ein bewährtes System, weil wir es einfach schon x-mal gemacht haben und weil wir unsere Leute dahingehend pushen und weiterbringen, damit sie ihre Ergebnisse einfach auch bekommen am Ende des Tages. Und wenn du wirklich die Schnauze voll davon hast, einfach irgendwas zu trainieren und alles im Endeffekt nichts wirklich richtig machst, ja, wenn du endlich mal Commitment dir gegenüber haben möchtest, deine Ziele erreichen möchtest, dann lade ich dich jetzt herzlich dazu ein, dir mal einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu buchen. Dann telefonieren wir mal, dann schauen wir mal deine aktuelle Situation an, wo du gerade stehst, was du alles machst. Ja, kann ja auch sein, dass du schon mega weit bist, fehlt nur noch ein bisschen was. Dann schauen wir, ob wir dir da helfen können. Wenn wir helfen können, dann gehen wir in ein Beratungsgespräch mal rein. Da analysieren wir dann auch 1-2 Übungen von dir, um wirklich dahingehend dann sicher zu sein, dass wir dich von A nach B bringen können. Ja? Also jetzt Termin eintragen und dann telefonieren wir vielleicht schon bald. Ansonsten abonniere diesen Kanal, lass einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.